Update. Herzlich willkommen. Milliarden Menschen auf der ganzen Welt sind froh, dass sie wieder WhatsApp und Instagram nutzen können. Facebook läuft stabil, nachdem das Netzwerk gestern stundenlang ausgefallen war. Viele stellen allerdings auch fest, war ja eigentlich auch ganz schön ohne. Mehr noch, die Welt war besser in diesen Stunden, sagt eine Frau, die Facebook den Kampf angesagt hat. Denn in dieser Zeit sei Facebook, Zitat, nicht dazu genutzt worden, Spaltungen zu vertiefen, Demokratien zu destabilisieren und junge Mädchen und Frauen sich schlecht fühlen zu lassen. Benjamin Daniel berichtet. Zugeschaltet ist uns der Grünen-Politiker und Digitalexperte Konstantin von Notz in Berlin. Guten Abend, Herr von Notz. Wie sehr haben Ihnen denn gestern WhatsApp und Insta gefehlt? Das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Dabei sind es gerade diese Indiskretionen, an denen die Sondierungsgespräche zu Jamaika scheitern könnten. Anna Kleiser berichtet darüber, zeigt außerdem, welche Unterstützer Armin Laschet hat, fasst zusammen, wie die letzten Gespräche gelaufen sind und erklärt ganz vor allem, warum der Mittwoch der Tag der Entscheidung sein könnte. Tja, und offenbar gelten diese Chancen für eine Jamaika-Koalition als eher gering. Niedersachsens CDU-Vorsitzender Bernd Althusmann sagt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, in meinen Augen ist ein solches Bündnis noch möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Die Tendenzen gingen derzeit eher Richtung Ampel. Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten in Slowenien. Thema ist, neben den Beitrittsperspektiven von Staaten wie Albanien, Serbien oder dem Kosovo, wie Europa außenpolitisch mehr Eigenständigkeit erreichen kann. Anne Gelinek ist für uns vor Ort. Anne, die EU möchte eigenständiger werden, aber ist man sich denn einig, wie das erreicht werden soll? Nun geht es morgen um die möglichen EU-Beitritte verschiedener Westbalkanstaaten. Welche Perspektiven gibt es da? Und jetzt unser Nachrichtenüberblick. Aber ich bin doch nur ein Klimaforscher. So reagierte einer der drei Physik-Nobelpreisträger heute auf seine Auszeichnung. Die Männer, unter ihnen der deutsche Meteorologe Klaus Hasselmann, werden dafür geehrt, dass sie erforscht haben, wie das Erdklima funktioniert und wie der Mensch es beeinflusst. Christina Kajatz. Und wir haben noch die Wetteraussichten für Sie. Das war's von uns. Informiert bleiben Sie immer mit ZDF heute. Tschüss und gute Nacht.